So. Dann holen wir uns jetzt erstmal Energie zurück. Nein, nicht tauchen. So. Und jetzt machen wir uns schnell hier Richtung Sparks Welt. Und hoffen einfach mal, dass wenn wir das schaffen, dass wir dann das mit dem Anzeigegedöns bekommen, wovon ich aber nicht ausgehe. Hi, Spyro und Sparks. Ich habe noch ein verlorenes Ei gefunden. Wenn Sparks fit genug ist, kann er versuchen, es aus Spinnenstadt zu retten. Spinnenstadt hört sich ja sehr schön an für eine Libelle. Aber na gut. Ich glaube, das ist sogar ein ganz cooles Level. Nee, ich glaube, das ist nicht das, was ich im Kopf hatte. Okay, das war Strafen. Was ist das? War das mit X? Ja. Gehen wir erstmal nach rechts. Das war sogar der richtige Weg. Das ist ja super. Das brauche ich nicht. Oder wieder, ich wollte gerade sagen, wie lange hält er denn? Hier wäre ein Schutzschild. Der aber nicht. Ich habe die Taste gedrückt. Wie so oft. Erstmal hier lang. Ich drücke immer die falsche Taste. So. Ich finde das sehr schön, dass ich bisher immer die richtigen Wege gegangen bin. Möchte gerne. Okay, das ist nicht der richtige Weg, da müssen wir erst oben hingehen. So. Das ist jetzt auch total logisch, dass ich das jetzt sage. Heute werden auf jeden Fall keine Videos von mir und Dominik kommen. Also Resident Evil. Wir wollten eigentlich aufnehmen, aber da war der Dominik krank. Und deswegen haben wir bisher noch nicht aufgenommen. Leider.
Das ist auf jeden Fall nicht das Level, was ich so cool fand. Aber vielleicht wird das das noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das ist es nicht. Ja, ich brauche ihn. Ich brauche einen Schmetterling. Da drüben fliegt einer. Ups. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Schon wieder falsche Taste gedrückt. Okay. Schon wieder so ein Ding. Ups. Ach, schon wieder falsche Taste gedrückt. Los. Okay, das ist Boss. Große Gegner. Och Mann! Was war das denn für ein Geräusch? Tutti! Okay, hier waren aber noch Edelsteine. Yes, wir haben alle. Super! So, jetzt bin ich echt gespannt, was wir kriegen, aber es wird höchstwahrscheinlich sein, ja, du kannst jetzt noch weiter entfernte Edelsteine aufnehmen. Hervorragende Arbeit, Sparks. Und wie ich sehe, hast du eine weitere Fähigkeit erworben. Wenn du jetzt die L1, L2, L1 und R2 Tasten gleichzeitig gedrückt hältst, zeigt Sparks dir jeden Schatz, der hier noch rumliegt. Super, 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 super. Dann können wir jetzt, wie heißt denn das erste Level? Bad Sonnenaufgang können wir jetzt mal fertig machen, nur. Ah, da war auf jeden Fall hier das mit diesen Tofu-Köpfen, Tiki-Typen. Wie hießen die denn nochmal? Feuer... Lehm. Ich gucke jetzt erstmal, wo uns überhaupt jetzt noch was fehlt. So. Und zwar in den Wolkentürmen und im Schmelzkrater. Dann machen wir das jetzt direkt mal fertig. Wolkentürme waren ja vorne, dann machen wir erst den Schmelzkrater. Weil da müssen wir sowieso noch ein komplettes Dings erledigen.
Ich bin echt mal gespannt, wo in den Wolkentürmen der Edelstein ist. Weil ich habe ja echt. Ich finde eigentlich alles ziemlich heftig abgesucht. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr, das ist schön. Das heißt, es ist alles in unserem anderen Level, was wir mit Sergeant Bird bestreiten dürfen. Oder halt in dem anderen. Hallo Spyro, ich bin gerade auf dem Weg zur Tiki Lodge, um mich ein wenig zu entspannen. So, auf jeden Fall, um hier den Könnerpunkt zu bekommen, muss man alle 5 Tiki-Köpfe, die hier rumliegen, entweder hier unten hin machen oder da oben hin. Aber ich glaube, hier unten muss man die lagern. Ich spiele mit meinen Freunden Verstecken. Wenn ich das Versteck ihrer Köpfe nicht finden kann, lassen sie mich nicht der Tiki Lodge beitreten. Hilf mir, sie wieder zusammenzusetzen, und ich mache dich zum Ehrenmitglied. So. Das heißt, wir lagern die hier erstmal alle zwischen. Und wir holen uns erstmal Energie. Die wachsen, glaube ich, nach. Ich sage das immer so gerne, dass sie nachwachsen, weil die wachsen ja eigentlich nicht nach. So, mach du mal dein Feuer. Die stehen hier auf jeden Fall nur blöd in der Gegend rum. Nummer 2, da hinten ist nochmal. Ob wir kaputt machen können und ein Ei. Luna! Da gab es nochmal eine Sängerin, oder? Aber die wird, glaube ich, mit 2 O geschrieben. So, da haben wir den nächsten Kopf. Erstmal Edelsteine einsammeln. Eieiei. Bäuerchen gemacht. So. 3 von 5. Ja, doch. 3 von 5. So, hier oben war noch ein Ballon. So. Nummer 4. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Waren wir schon hier oben? Nee, da waren wir noch nicht. Problem ist, bin halt hier so einfach wild drauf los. Yes, wir haben auf jeden Fall schon alle Edelsteine, das ist sehr schön. Das heißt, ich muss nicht mehr in dieses andere Level rein. Und unseren Connor-Punkt müssen wir jetzt auch eigentlich haben. So. Warum man auch immer dafür einen Könnerpunkt kriegt, ne? Das ist. So. Nummer 1. Nummer 2.